Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext zum Sonntag Jubilate, also zum Sonntag der Freude, steht gleich am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Liebe Gemeinde, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach: Es werde Licht. Diese Worte spiegeln göttliche Kraft und thematisieren grundsätzlich den Tenor, der folgt. Anfang und Anfänge von Wasser, Land, Himmel, Gras und Kraut, Bäume und Früchte, Sonne und Mond, Tiere und Menschen. Und nach jedem Schöpfungswerk sah Gott alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dieses sehr gut. Würden Sie es für diese Erde mit all den Geschöpfen denken? Bäume und Pflanzen und Tiere. Ja, doch, da kann man schon denken, ach, ist das gut. Wie gut die Blumen riechen und wie schön die Vögel zwitschern. Und was es für Farbspektakel am Himmel geben kann. Und wenn Sternschnuppen am Firmament ihre Reise antreten. Ach, wie schön. Und wie ist das so beim Menschen? Entdecken Sie da, wie ich, ein innerliches Zögern? Und wenn ja, woran liegt es? An den Verletzungen, die Sie selbst erlitten haben durch andere Menschen? Durch die Kriege, die von Menschen angezettelt wurden? Weil wir wissen, wie sehr der Mensch der Natur schaden kann? Weil Sie sich selbst manchmal als ungut erleben? Oder weil Sie die Stimme der Kirche im Ohr haben? Der Mensch ist böse und er ist voller Sünde. Denkt doch da nur an Adam und Eva. Ohne sie wären wir nicht aus dem Paradies vertrieben worden. Und an Adam kommt man ja auch irgendwie nicht vorbei, denn Paulus bezieht sich oft in seiner Theologie auf ihn. Und dieser Adam und diese Eva und was aus ihrer Geschichte gemacht wurde, kann einen ungemein nerven. Allein schon, dass ihre Geschichte mit dem heutigen Bibeltext zusammengedacht wurde und es versucht wurde, zu einem Einheitsbrei zu mischen, lässt mich persönlich kopfschüttelnd zurück. Denn beide Schöpfungsberichte haben ganz andere Verfasser, ganz andere Traditionen und Zwecke. Doch durch das Zusammenmischen wurde mit der Zeit das Gut Gottes zu einer Sünde und damit zu einem eben Nicht-Gut. Und wenn ich mir Paulus' Theologie ansehe und das mit der Heilstat Jesus zusammendenke, wodurch er dieses Gut wieder leuchten lernt, weil Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, vielleicht ist dann nicht mal das, was mich am meisten ärgert. Vielleicht stört mich an diesem Zusammendenken viel mehr, dass Menschen aufgrund einer ungenauen Übersetzung im heutigen Predigttext und dem belegenden Verweis auf Adam und Eva Intoleranz und Leid in diese Welt gebracht haben. Es heißt ja nach Luthers Übersetzung: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Ja, kann man so übersetzen,
Oder muss man vielleicht auch so übersetzen, vor allem wenn man Adam und Eva da mitdenken mag. Doch dem hebräischen Wortlaut entspricht wohl eher die Übersetzung, und Gott schuf sie männlich und weiblich. Männliche und weibliche Anteile hat jede und jeder von uns in sich. Das Und kann damit zusammendenkend und nicht trennend gemeint sein. Und es wurden nach dem Predigttext heute eine Mehrzahl von Menschen, männlich und weiblich, geschaffen. Und es müssen ja nicht nur zwei gewesen sein. Ganz viele unterschiedliche, so vielfältig wie die Tiere sich voneinander unterscheiden. Und doch ein jeder einzigartig durch die Verbindung zu Gott. Diese Verbindung wird deutlich, wenn im Predigttext steht, dass die Menschen nicht nach ihrer Art, so wie die anderen Lebewesen, geschaffen sind, sondern zum Bilde Gottes. Gott beginnt also eine Geschichte mit dem Menschen, wodurch der Mensch eine offene Zukunft erhält und eben nicht festgelegt ist. Das heißt, der Mensch ist eben nicht durch die Natur bestimmt oder von ihr diktiert. Ja, die Ebenbildlichkeit steht für die besondere Würde, die einem jeden Menschen zuteil wird, was nicht damit zu verwechseln ist, dass der Mensch den anderen Lebewesen höher gestellt ist oder dass eine bestimmte Gruppe von Menschen anderen Menschen überlegen ist, weil sie denken, dass sie Gott ähnlicher sind. Insgesamt heißt das dann doch auch, dass diese endlose, ewige Diskussion, ob transsexuelle Menschen nun von Gott gewollt sind oder eben der Sünde unterliegen, endlich auch enden könnte. Denn Vielfalt ist nach dem heutigen Predigttext gewollt. Und männlich und weiblich und zum Bilde Gottes sind transsexuelle Menschen auch geschaffen. Und vielleicht lohnt es sich an dieser Stelle auch nochmal Paulus sich zur Brust zu nehmen und den Fokus auf den Galaterbrief zu legen, wo es heißt: In der christlichen Gemeinde scheint das Reich Gottes auf, in dem bisherigen Grenzen überwunden sind, kulturelle und nationale, soziale und sogar die von Geschlechtern. Vielleicht sollten wir daher in unserer Gesellschaft und vor allem auch im kirchlich sozialisierten Denken endlich an den Punkt angelangen, Gott ist immer wieder und immer wieder von Neuem gleich zu tun, hinzusehen und das Gute zu erkennen, die Menschheit in ihrer Vielfalt mal als gut zu bewerten, die einzelnen Menschen als Ebenbilder Gottes anzublicken und natürlich damit auch zu akzeptieren, dass jede und jeder von uns Fehler oder unvollkommen ist und auch sein darf. Denn gerade darin unterscheiden wir uns ja auch voneinander. Es sind eben nicht immer nur die Gaben, sondern auch die Minderwertigkeiten, in denen etwas Besonderes liegt. Denn wären wir alle gleich und könnte jeder und jeder von uns alles, dann wären wir ja auch irgendwie austauschbar. So bleiben wir mit unseren Fehlern und auch den Gaben einzigartig. Und vielleicht eröffnet sich dann der siebte Tag für uns, der Tag, an dem Gott Ruhe, Freude, Segen und Frieden erschuf. Vielleicht können wir dieses Werk dann in vollen Zügen genießen, denn dieser siebte Tag, das ist die Zeit, um innezuhalten und sich sein Woher bewusst zu werden. Es geht nicht um die Leistung, um die Sündenbekämpfung, um die Arbeit oder um das, gegen einen selbst oder gegen andere zu kämpfen. Denn das ist ja schon im Prinzip der Anfang vom Ende. Es geht darum, und daran erinnert der heutige Bibeltext, den Anfang vom Anfang in den Fokus zu rücken. Und das ist Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.